Lieber, jetzt kommst du dran. Hm? Hab dich ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit, ja. Das hol mal alles nach. Kleine Dusche hast du doch gern, nicht? So, hier war das gut. Und noch ein bisschen. Hm. Oh, das wird ein bisschen trocken. Hoffentlich vernachlässigt dich das gar nicht. Und ich sag's Ihnen, ne? So, ist schon eine Chance, wie frisch aus. Das ist schön. Ja. Geh mir nicht auf die Nerven, Felix. Ja, wieso? Ich bin doch stumm wie ein Fisch. Allein deine Anwesenheit. Du sendest negative Wellen aus. Ja, ich darf also nicht einmal mehr mit meinem Gummibaum reden. Aber du flüsterst mit ihm, hinter meinem Rücken. Ja, lass ihn nicht stören, ich pack nur zusammen. Ah, Mistarbeit. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bewundere euch Journalisten. Es muss grauenvoll sein, in sich hineinzulauschen und darauf zu warten, bis an die Muse was ins Ohr flüstert. Allerdings. Im Moment flüstert sie mir zu, dass ich dringend einen Whisky brauche. Dein Kreislauf. Kreislauf. Wenn der Test stimmt, bin ich schon seit 3 Jahren tot. Mhm. Worüber schreibst du denn? Ein Gespräch mit Oskar Martens von Felicitas von Bleibtreu. Wer ist denn Felicitas von Bleibtreu? Na, ich. Du interviewst dich selbst? Weswegen? Wegen Geld. Das ist üblich bei allen Frauenmagazinen. Was, du schreibst für ein Frauenmagazin? Ne, also mich interessieren die ja nicht besonders, aber in der letzten Nummer von Lisa, da habe ich einen großartigen Artikel gefunden über Männer am Herd. Fabelhaft. Von einer Marianne Müller-Asbrock. Das bin auch ich. Wirklich? Gute Güte, hast du dich verändert? Du stehst früher auf, du trinkst weniger, du arbeitest hart. Du hast nicht einmal mehr schwarze Ränder unter den Augen. Sag mal, du bist doch nicht etwa krank? Du bist meine Krankheit. Und die Unterhaltszahlungen für den Haifisch Blanche. Ja, ja, schon gut, schon gut. Sag mal, hast du meine Manschettenknöpfe gesehen? Ich meine die goldenen. Wieso ich? Ja, wenn du sie nicht gesehen hast, wer sollte sie sonst gesehen haben? Was habe ich mit deinen Manschettenknöpfen zu tun? Wieso beschuldigst du mich? Ich bin nicht scharf auf deine Manschettenknöpfe. Sehe ich aus wie einer, der in den Schubladen seines besten Freundes herumkramt und ihm Manschettenknöpfe wegnimmt? Ich nicht. Tut mir leid, dass du sie nicht findest, auch wenn sie 750 Mark wert sind. Ja, oder wie viel auch immer. Wie zum Teufel soll ich wissen, wie viel die Dinger wert sind? Felix, ich habe Probleme, verstehst du? Probleme! Hör bitte auf, mich so anzusehen. Also schön, ich habe deine Manschettenknöpfe verpfändet. Hier ist der Schein. Nimm ihn. Ich schenke ihn dir. Warum hast du das getan? Ich sag's dir doch. Für den Haifisch Blanche, dieser Vampir, saugt mich aus bis zum letzten Tropfen. Du hast meine Manschettenknöpfe versetzt, damit du den Unterhalt für deine Frau bezahlen kannst? Wenn ich den Artikel verkauft habe, kriegst du deine Manschettenknöpfe wieder, Felix. Blanche kommt jeden Moment hier reingeschneit. Und wenn ich nicht zahle, bringt die mich glatt hinter Gitter. Willst du mich hinter Gitter sehen? Natürlich nicht. Ich brauche ein Bier. Schmeiß den Eisschrank nicht so zu. Immerhin hättest du mir deine Sorgen erzählen können. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Großer Gott, beschütze mich vor dem Verständnis der Leute. Ich brauche kein Verständnis, ich brauche 1000 Mark. Sie waren ein Hochzeitsgeschenk von Gloria. Oh, mach dir deshalb keine Sorgen. Ich werde auf der Jahrestagung für Vermessungsamtsangestellte nicht der Einzige mit Sicherheitsnadeln an den Manschetten sein. Ich darf ihm die Hand nicht heben. Ich denke, ich werde mich der Stimme enthalten. Du kriegst deine Manschettenknöpfe ja wieder, Felix. Verdammt nochmal, wo ist der Öffner? Sie haben einen bestimmten Gefühlswert. Verstehst du, Gloria und ich, wir sind uns immer noch sehr nahe. So nahe es nur eben geht. Bei 10 Kilometer Entfernung. Du kriegst sie ja wieder, Felix. Während ich weg bin, musst du nur den Gummibaum gießen. Lauwarm natürlich. Und täglich nach den Mahlzeiten 2 grüne Tabletten. Also nach deinen Mahlzeiten. Und achte auf Zugluft. Und vergiss nicht, mit ihm zu reden. Und spiel ein bisschen Musik vor, das hat er gern. Du kriegst sie wieder, Felix. Vielen Dank, dass du mir deinen Wagen leihst.
Auf der Rückfahrt bringe ich ihn zum Waschen. Hey, auf keinen Fall. Auf dem Kotflügel stehen ein paar wichtige Telefonnummern. Ich mache mir etwas Sorgen wegen dem Geräusch beim Kuppeln. Sollten wir da nicht etwas unternehmen? Das tue ich ja. Ich mache das Radio an. Ach, Oskar! Oskar! Geh bitte nicht in mein Zimmer, die Tür klemmt. Ja, sie klemmt. Sie ist nämlich mehr oder weniger abgeschlossen. Das ist nicht persönlich gemeint, aber die goldene Haarbürste hat einen bestimmten Gefühlswert. Auf Wiedersehen. Oskar Martens, in einem dezent hellbraunen Anzug und zweifarbigen Schuhen, öffnete persönlich. Er sah noch besser aus, als ich erwartet hatte. In seinen männlich herben Mundwinkeln erschien ein Lächeln. »Hi, Virginia«, sagte er mit einer Stimme, die mich an Humphrey Bogart, guten Whisky und kühle Pinienwälder erinnerte. »Ja, das bin ich.« Martens? Hans? Hans-Peter wer? Ah, ja, sicher, der Hans-Peter aus Mümliswil in der Schweiz. Ja, natürlich erinnere ich mich. Sie sind der Typ, der nicht trinkt und nicht spielt. Der Pfadfinderführer und Laienprediger. Also, tschüss, Peterli. Was? Ah, Sie machen Ferien hier in der Stadt, wissen nicht wohin. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber ich habe keinen Platz hier. Tut mir leid. Wie geht's den Schuppen? Was macht der Senkfuß? Oh, schlimm für Sie. Ja, nichts Besonderes. Ärger mit der Ex-Frau. Sie haben Blanche noch nicht getroffen, oder? Haben Sie eine Ahnung? Sie setzt mir Daumenschrauben an. Und es wird so weitergehen, bis ich tot bin. Außer natürlich, sie heiratet wieder. Aber wer wird schon so blöd sein? Hey! Hören Sie mal, Peterli, Mümliswiler. Ich habe gerade nachgedacht. Mein Zimmerkollege sagt mir eben, dass Sie übers Wochenende verreisen und da könnte ich Sie eigentlich so lange aufnehmen. Ja, ist gut. Und hören Sie, was ich über Blanche gesagt habe. Sie kennen mich und meine Witze. Sie ist natürlich eine süße Frau. Und wissen Sie was, Hans-Peter? Sie hat eine Schwäche für kleine Brillenträger mit Senkfüßen. Es ist sehr nett von Ihnen, mir Unterkunft zu geben. Ich wusste wirklich nicht mehr, wohin. Legen Sie Ihren Rucksack ab, Peterli. Ja, ja. Wir wollen uns doch nicht jetzt schon überanstrengen. Ah, schön haben Sie es hier. Oh, was für ein hübscher Fikus. Ja, ja. Ich versuche eben in Form zu bleiben. Ich meine den Gummibaum. Und? Hm? Ja, schön strüßlich. Ja, und das Bild hier, Peterli? Das Bild? Ja. Oh, die ist aber sehr... Ist sie Ihre Frau? Ex-Frau, Peterli. Ex-Frau. Jetzt ist sie frei und ungebunden. Sie sind wohl noch allein, hä? Den Ehepfad noch nicht gefunden, oder? Nein. Nein. Großartig. Fein. Mögen Sie einen Drink? Danke. Wenn Sie etwas Ovomaltine hätten. Nein. Ovo ist uns gerade ausgegangen. Im Moment nicht sehr gefragt. Wie wär's mit etwas Schärferem? Ich mag keine giftigen Schnäpsli. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Bei Blanche ist es genauso. Sie haben in der Tat vieles gemeinsam. Nicht so sehr physisch, abgesehen von den Füßen. Sie haben Senk und sie hat Spreizfüße. kleiner Scherz. Das ist lustig. Ich mag Leute mit Sinn für Humor. Das wird Blanche sein. Die Augen werden Ihnen übergehen, Peterli. Versuchen Sie doch mal ein bisschen mehr so auszusehen. So. Ja, schon gut. Vergessen Sie es. Grüß Gott, ich bin Reinhard. Ich brauche keinen Reinhard, ich habe Hans-Peter. Tschüss. Ich bin Hans-Peters Bruder. Das ist ja wie auf dem Rütli, ein Schweizer jagt denselben. Sie sind größer als Ihr Bruder. Wie viel wiegen Sie? Circa 148 Pfund. Verheiratet? Nein. Willkommen. Komm, gib her.
Hier, Reinhard, was sagen Sie dazu? Meine Ex-Frau, Blanche. Ja, ich hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit, es Ihnen zu sagen, Oskar. Das ist mein jüngerer Bruder. Er hat auch noch keine Unterkunft. Machen Sie Witze? Er kriegt ja Zimmer. Irgendwas dagegen? Nein. Tja, nein. Hören Sie, ich wollte nicht. Überlassen Sie das mir, Wilhelm Tell. Was halten Sie von der Sitzbank? Sie sind doch Scout, oder? Und ob. Alle Achtung. Ja, sie ist wirklich ein Leckerli. Hören Sie mal, Sie reden von meiner Frau. Setzen Sie sich, Reinhard. Danke. Was halten Sie von einem Drink? Oh ja, danke. Könnte ich einen doppelten Whisky haben? Sie sind mein Mann. Oh, Martine. Blanche muss jeden Moment kommen. Übrigens, Sie haben doch nicht schon was vor heute Abend? Ich? Nein. Ich frage das nur, weil Blanche niemanden hat, der mit ihr ausgeht. Danke. Seit wir getrennt sind, ist sie ziemlich einsam. Sie werden sich gut unterhalten mit ihr und... Ja, gerne. Sie werden sie mögen, wenn... Sagen Sie mal, Peterli, müssen Sie nicht mal irgendwo hin? Sehr aufmerksam. Danke, Oskar. Wie wär's mit dem Badezimmer? Wir haben Sagen auf das Badezimmer. Ich glaube, ich möchte lieber nicht. Los doch, Peterli. Wir haben fließend heißes Wasser. Ja. Wie Sie meinen. Wenn Sie sich langweilen, schreiben Sie Ihre nächste Predigt. Hier. Hinten rechts. Rechts? Ja, wo war ich, Reinhard? Ja, die Frau ist wirklich eine Wucht. Ihr werdet viel Spaß haben miteinander. Das wird sie sein. Reinhard, zeigen Sie mir Ihre Muskeln. Hallo, Oskar. Was willst du denn hier? Ich will nur die Hemden vorbei. Hallo? Hallo? Sie sind ja noch hübscher als auf dem Foto. Moment, Reinhard. Das ist Gloria, die Frau von meinem Freund. Ah, wirklich? Interessant. Finden Sie? Nein, überhaupt nicht. Gloria, ich bin im Moment beschäftigt. Was war es noch, was du wolltest? Das habe ich vergessen. Felix ist nicht da. Was für ein Felix? Oh. Ich kann nicht verstehen, wie ein vernünftiger Mann jemand wie Sie verlassen kann. Ich habe ihn verlassen. Ich heiße Reinhard Schluchte. Mein Bruder ist ein Freund von Oskar. Er ist im Badezimmer beschäftigt. Mein Bruder ist in der Keramikbranche beschäftigt. Gloria, Sie werden... Jetzt gehen. Nein, das werde ich nicht. Ich wollte Felix besuchen. Felix ist für 2 Tage verreist. Ich warte. Du, ich stelle dir Hans-Peter vor. Du, das ist dein Mann. Hans-Peterli! Peterli! Peterli, verdammt noch mal, was machen Sie denn da drin? Üben Sie Knoten? Sie sagten doch, ich sollte hier rein. Und jetzt sage ich Ihnen, kommen Sie raus. Ihre tägliche gute Tat ist fällig. Was ist los? Reinhard wird Blanche untreu und hat sie noch nicht mal gesehen. Gloria! Hier, Gloria. Darf ich dir Reinhards Bruder Hans-Peter vorstellen? Wie reizend. Oh, danke. Reinhards Bruder zu sein. Hans-Peter hat noch nichts vor heute Abend. Vielleicht könnte er dich nach Hause bringen. Ich gehe nicht nach Hause. Gloria geht nicht nach Hause. Ja, wo will sie denn sonst hin? Ich weiß nicht. Da will ich auch gerade hin. Da könnten wir ja zusammen hingehen. Gern. War nett, Sie kennenzulernen, Oskar. Danke für den Tipp. Allzeit bereit, Hans-Peter. Ich weiß, warum ich vorbeigekommen bin. Ich habe Felix Hemden gebracht. Ich wasche nämlich seine Sporthemden. Die Sonntagshemden bringt er seiner Mutter. Also tschüss dann und viel Spaß zusammen. Aber sicher. Also... Ich rede ja nicht gern etwas Schlechtes über jemanden hinter seinem Rücken, aber Ihr Bruder ist ein Kriecher. Tut mir leid, Oskar, als Pfadfinderführer kann ich das nicht dulden. Mein Bruder ist kein Kriecher. Er ist ein Betrüger, ein fauler Sack und ein geiziger Wüstling. Aber ich lasse nicht zu, dass man schlecht von ihm redet. Tut mir leid. 14 Freundinnen hatte ich bis jetzt. Und alle hat er mir geschnappt. Vergessen Sie es, Peterli. Diesmal zeigen Sie ihm, was eine Hake ist. Hier. Ist sie nicht wunderbar? Ich sag lieber nichts. Wieso denn nicht? Als ich vorhin gesagt habe, sie sei maximal Herrn Zimmers Maul gestopft. Haben Sie denn keinen Sinn für Humor? Ja, im Sommer schon. Ich hab doch alles für Sie vorbereitet. Verstehen Sie denn nicht, weshalb ich Reinhard loswerden wollte? Jetzt haben Sie bei Blanche freie Bahn. Sie muss jeden Moment kommen. Ja,
Ich muss also nicht wieder ins Badezimmer. Sie müssen nie mehr ins Badezimmer. Danke, Oskar. Aber da ist noch was. Ich mache mir ein bisschen Sorge um Ihren Freund Felix. Ich meine, Reinhard ist ein ziemlicher Don Carlos. Kein Grund zur Sorge. Gloria und Felix sind geschieden. Außerdem ist Felix 300 Kilometer weit weg. Stimmt's, Felix? Dein Wagen ist hin, Oskar. Erinnerst du dich an das Geräusch in der Kupplung? Es gibt kein Geräusch mehr. Wir haben gerade ein internationales Partytreffen in Milbertshofen. Es wäre sauglatt, wenn sie uns besuchen würden. Und sie auch, Oskar. Die braune Eule würde sich bestimmt auch freuen. Hä? Die braune Eule? Bleibt ihr beiden am Lagerfeuer sitzen. Ich mache inzwischen was zu essen. Ja, halt sie hin. Gloria war hier. Ja, sicher. Sie hat deine Hemden gebracht. Schade, dass ich sie verpasst habe. Warum haben Sie ihm denn nichts gesagt? Das hätte bei ihm die wildesten Gedankensprünge ausgelöst. Möglicherweise einen zum Fenster raus. Sie meinen, er mag Sie noch immer? Mag Sie. Er ist der einzige Mann, den ich kenne, der die Unterhaltschecks küsst. Aber egal, entspannen Sie sich. Gloria und Reinhard sind meilenweit vom Schuss. Oskar, wir hatten einen kleinen Unfall. Sei leise. Sonst hast du gleich noch einen. Wieso? Felix ist da. So? Ich mach nur ein paar Stiche an der Bluse und dann sind wir wieder weg. Aber mach schnell, ist es besser, ihr seht euch zwei nicht zusammen. Was ist denn schon dabei, Oskar? Gloria ist nur mit der Bluse im Aufzug hängen geblieben. Ich nehme dir das ab, Reinhard. Ich bin ein leichtgläubiger Mensch, aber Felix dürfte das anders sehen. Also seid leise und ich versuche, dass er in der Küche bleibt. Oh, Hallatz. Ist die Obermaltine zu stark? Soll noch mehr Milch rein? Oskar. Das riecht aber gut. Das ist der Abfall, Oskar. Toll. Ja, ich hol mal eben das Frischluftspray. Ich hol's schon. Oh, danke. Steht im Wohnzimmer. Du, ich seh dir gern beim Kochen zu. Du wolltest doch das Spray holen. Stimmt. Ja, schon gut. Ich muss sowieso ins Bad. Du musst nicht ins Bad. Seit wann weißt du, wann ich ins Bad muss? Ist jetzt 16:30. Du gehst nie um 16:30. Aber jetzt nicht. Es funktioniert nicht richtig. Ich bring dir was rein. Oh, das ist doch den Quatsch. Felix, warte noch einen Moment. Ich muss dir was sagen. Hat das nicht Zeit? Es ist wichtig. Hans-Peters Bruder Reinhard ist in der Stadt. Sensationell. Ich werde flacken lassen. Kann ich jetzt ins Bad? Warte. Ich glaube, du hast schon von Reinhard gehört. Ja, sicher. Er ist dieser Aufreißer. Genau das ist er. Ich habe ihm eine Verabredung besorgt. Jemanden, den ich kenne? Du kennst sie sehr gut. Deine Sekretärin, die mir überbiss. Nein, nicht die. Es ist Gloria. 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 Die Mutter meiner Kinder. Felix, du nimmst das viel zu tragisch. Zu tragisch? Oskar, hier, nimm! Stoß zu, vollende die Tragödie! Um Himmels Willen, Felix, es ist doch nichts passiert, sie sind schon wieder hier. Reinhard war hier, als sie deine Hemden brachte. Nein, Glück, dass nicht meine Sonntagshemden gebracht wurden. Du hättest meine Mutter an ihn verkuppelt. Wie konntest du meine Frau diesem Aufreißer opfern? Niemand reißt dir irgendwen auf. Gloria wird nachher weggehen und Reinhard wird hierbleiben. Hier? Du meinst hier? Ich konnte doch nicht wissen, dass du zurückkommst. Dein Zimmer war leer. Oh, das ist ja toll. Dann soll ich immer auf dem Sofa schlafen. Richtig. Beziehungsweise nein, das hat Hans-Peter. Ah, so ist das also. Du hast mir die Frau, das Zimmer, das Sofa und den letzten Funken Selbstachtung genommen. Warum erschießt du mich eigentlich nicht? Oder hast du die Kugeln versetzt? Oh Mann. Felix? Felix. Es ist besser, wenn ich mit ihm rede. Ich werde ihm erklären, dass es rein platonisch ist. Die Nacht ist jung. Und Sie kommen besser mit. Felix, oh mein Gott. Er ist nicht gesprungen. Nein. Wahrscheinlich ist ihm eingefallen, dass er die Straße beschmutzen könnte.
Ja, aber wo ist er dann? Felix! Was machst du da drin? Hau ab! Felix! Hier ist Gloria! Und Felix! Gloria. Komm jetzt endlich heraus! Die Suppe muss umgerührt werden! Felix, das ist doch lächerlich! Komm jetzt raus! Oder spielen wir Verstecken? Es tut mir schrecklich leid. Braucht jemand die Speisekammer? Ja, ich werde jetzt in mein Zimmer gehen. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das gehört ja Reinhard. Schluchte. Felix, hör jetzt auf. Oh. Ich mag diese Bluse. Sie zeigt dich so, wie du wirklich bist. Der Riss, das war gar nichts, Felix. Das hat der Aufzug zerrissen. Ja, natürlich. Ich habe mir sofort gedacht, der blusenzerreißende Aufzug ist wieder unterwegs. Nicht? Felix, können wir uns nicht wie zivilisierte Leute benehmen? Das ist ja eine tolle Idee. Lasst uns zivilisiert sein, Molan. Es ist Martini-Time. Ich bringe einen Toast aus. Auf Gloria und Reinhard. Oskar, bist du da? Nein. Wo ist Hans-Peter? Der führt seine Senkfüße aus. Heißt das, dass ich noch eine volle Stunde auf dem Sofa liegen bleiben darf? Ja, gut, es ist alles meine Schuld. Du kannst mein Zimmer haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Ich bin nicht Tetanus geimpft. Vielen Dank für das Hemd, Felix. Oh, ist doch selbstverständlich. Kann ich mir noch eine Krawatte leihen? Krawatte? Ich habe jede Menge Krawatten. Vielleicht mag er keine verschimmelten. Mein Krawattenfach steht Reinhard offen. Desgleichen mein Heim und meine Frau. Bedienen Sie sich. Danke, Felix. Was soll denn das? Erst spielst du Othello und jetzt Heilsarmee. Ich fange an, mich selbst zu sehen. Gloria sagt immer, dass einer der Gründe für unsere Trennung meine dauernde Eifersucht war. Felix, wie ist es mit der hier? Sie haben diese Krawatte gewählt? Oh. Ja, dann will ich mal gehen. Hey, Reinhard, noch was. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn es zwischen Ihnen und Gloria nicht klappt. Blanche muss jeden Moment kommen und sie würde Sie sehr gern kennenlernen. Sie ist ziemlich einsam. Was ist mit Hans-Peter? Kann der nicht einspringen? Oh, ja, sicher. Ein toller Kerl, Ihr Bruder. Mhm. Aber sie hat eben lieber einen, der mit ihr ausgeht, der ihr was zeigt und was springen lässt, ne? Oh, das ist gar kein Problem. Hans-Peter hat Stütz. Was? Ich meine, er hat Geld. Ich bin total pleite. Gute Nacht, Reinhard. Ich weiß genau, wo Sie hingehen. Sie sind in Hongkong. Und Charlie Song bedient Sie. Er gibt Ihnen den kleinen Tisch in der Ecke. Wie bei mir und Gloria. Und dann, wenn dieser Schmalspurverführer sie umschmeichelt hat, mit Chop Suey und gebackenen Hummergrappen, dann wird er zu ihr sagen, sag Süße, warum gehen wir nicht in eine verträumte kleine Bar? Und sie wird dann sagen, ich habe eine viel bessere Idee. Warum gehen wir nicht zu mir nach Hause? Hast du das gehört, Oskar? Sie nennt es ihr Zuhause. Es ist nicht ihr Zuhause, es ist mein Zuhause. Wer die Hypotheken bezahlt, dem gehört es. Was machst du da? Du liegst auf meiner Hose. Was hat sie da zu suchen? Ich habe sie bügeln lassen. Sie öffnet ihm mit meinen Schlüsseln und führt ihn in mein Wohnzimmer. Und dann sagt sie mit ihrer verführerischen Stimme, warum ziehst du dir nicht etwas Bequemeres an? Du wirst ein paar Sachen von, Gott, wie hieß er doch gleich, im Wandschrank finden. Hat sie denn überhaupt kein Zartgefühl? Felix, hältst du jetzt endlich den Mund? Ja, ich muss hin. Sie ist nicht deine Frau. Sie ist nicht mehr deine Frau. Du machst mir den Rücken verrenkt. Großer Gott, endlich mal was anderes als Nebenhöhlen. Verletzt oder nicht, ich muss sofort hin. Ich muss meine Ex-Frau verteidigen. Felix, beruhige dich. Oskar, bitte. Ruhe. Weißt du, was du gemacht hast? Das war ein Arrangement von mir. Mach ein neues. Gib mir die Vase. Wo ist der Fernseher? Versteckt. Versteckt?
Wieso? Und wozu bist du so angezogen? Vielen Dank, Felix. Wie bitte? Du hast mich bemerkt. Könnte es sein, dass du seit 5 Sekunden nicht über dich nachdenkst? Hä? Mir steht es bis hier mit deiner Gloria und Reinhard und Gloria. In meinem Zuhause. Bla, 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 bla. Du hast eben keine Probleme mit deiner Ex-Frau. Oh, ich habe keine Probleme mit meiner Ex-Frau. Hat das auch jeder mitgekriegt? Ich habe keine Probleme mit meiner Ex-Frau. Was ist denn in dich gefahren, Oskar? Bist du krank? Krank? Wenn du wissen willst, was krank ist, sieh dir mein Konto an. Ach, du meinst den Unterhalt. Richtig. Deswegen laufe ich so vergammelt herum. Deswegen habe ich den Fernseher versteckt. Wenn Blanche kommt, soll sie denken, dass ich am Ende bin. Warum? Weil ich am Ende bin. Wenn sie denkt, dass ich Geld habe, hat sie mich schneller vor Gericht als Reinhard Gloria im Bett. Verzeihung. Oh, keine Ursache. Ach, nimm das doch nicht so ernst. Entspann dich. Sag mal, das ist saukalt hier. Warum ist denn die Heizung nicht an? Soll Blanche denken, wir hätten eine Heizung? Felix, ich kämpfe ums Überleben. Glaubst du, ich bin stolz darauf, dass ich deine Manschettenknöpfe versetzt habe? Sieh mal, ich werde Blanche nur los, wenn ich sie wieder verheirate. Und Reinhard lag prima im Rennen. Wie zum Teufel konnte ich wissen, dass Gloria deine dämlichen Hemden bringt? Jetzt habe ich nur noch Hans-Peter. Das ist zwar nichts Tolles, aber ich habe eine Schwäche für Außenseiter. Außerdem hat er Geld. Es tut mir leid. Schon gut. Du, es geht mir schon wieder viel besser. Oskar, Kismet. Schlimmer, das ist Blanche. Hallo, Blanche. Hallo, Felix. Ist der Geizhals da? Ah, ja. Sag mal, sind das nicht die Hosen, die immer so schlucksen? Verdammtes Pech, Blanche, ich war beim Pferderennen. Und wo ist diesmal der Fernseher? Im Kühlschrank? Diesmal ist es kein Scherz, Blanche. Ich bin total abgebrannt. Mach dir nichts draus. Erklär das meinen Anwälten. Du nimmst das viel zu ernst, Blanche. Das Leben ist kurz. Und teuer. Ja, und wenn man sich so allein durchs Leben schläft wie du... Du brauchst einen neuen Einstieg ins Leben. Vielleicht mit netten Pfadfinder oder so. Warum gehst du nicht in die Küche, Felix, und rührst irgendetwas an? Dein Gesicht zum Beispiel. Ja, das ist richtig. Du hast versprochen, mit mir essen zu gehen? Tut mir leid, ich bin pleite. Wir sind wieder mal am toten Punkt. Wer ist das? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, die US-Kavallerie. Ah, kommen Sie rein, Soldat. Sehen Sie sich das an. Cyperus oder auch Papyrus gehört zur Gattung der Sumpfpflanzen. Wunderbar, kommen Sie rein zu Blanche. Hier, Blanche, das ist Hans-Peter Schluchti. Ein prima Kerl, Schweizer, Junggeselle aus Mimliswil. Du wirst ihn mögen. Niedlich. Es ist mir ein Vergnügen, Blanche. Ich habe ziemlich viel von Ihnen gehört, aber ich bin sicher, es ist nicht alles wahr. Vielen Dank. Hören Sie, Hampi. Blanche und ich haben einiges zu besprechen. Müssen Sie nicht mal irgendwo hin? Soll ich wieder ins Badezimmer gehen? Gute Reise. War mir ein großes Vergnügen, Sie kennenzulernen, Blanche. Cyperus Papyrus. Netter Kerl, was? Wenn man auf Schuppen steht. Und sagt, Schuppen sind ein Zeichen von Männlichkeit. Du hattest nie Schuppen. Kommen wir zur Sache. Ich bin doch immer ehrlich zu dir gewesen. Nicht wahr, Blanche? Was? Reden wir von Hans-Peter. Schon wieder. Gib ihm eine Chance. Er will mit dir essen gehen. Er interessiert sich für dich. Aber ich mich nicht für ihn. Der Typ ist eine Krankheit und ich fühle mich noch sehr gesund. Lass dich nicht von seinem Äußeren täuschen. Er hat den schwarzen Gürtel. In Mikado? Wo, weiß ich nicht. Ich kann nicht mit ihm essen gehen. Ich müsste die ganze Zeit seine Warze angucken. Und er ist ziemlich reich. Na ja, es gibt eben Warzen und Warzen. So, jetzt langt's mir aber im Badezimmer. Herrschaft, Ihnen, Anamola. Sie gehen nie mehr ins Badezimmer. Sie gehen mit Blanche essen. Wirklich? Oh, wundervoll. Was macht übrigens der Fernseher in der Wanne? Er war schmutzig. Hier ist der Mantel. Mantel? Ja, ja. Viel Spaß. Danke, Oskar. Nehmt den Ecktisch. Im Hongkong. Ecktisch im Hongkong. Sehr gemütlich.
Danke für die Einladung, Herr Schluchte. Ja, ist schon recht. Oskar, unsere Besprechung ist nur vertagt. Nur vertagt. Danke. Viel Spaß. Ich ertrage es nicht, Oskar. Ich muss hin. Ich muss selbst genau sehen, was zwischen den beiden los ist. Ich geb's auf, das ist dein Problem. Bei meinem sehe ich einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ja, das freut mich für dich. Wenn diese Reinhardt Gloria auch nur angerührt hat, wird einer von uns beiden im Krankenhaus landen. Ich besuche dich dann, Felix. Hallo? Hallo, Max? Hier ist Oskar. Nein. Ich tu dir keinen Gefallen. Wer redet von einem Gefallen? Du sollst mir nur ein bisschen aushelfen. Ich glaube, wir haben eine schlechte Verbindung. Wieso? Ja, weil du noch immer in der Leitung bist. Meine Antwort ist nein. Wenn das so ist, was ist mit den 50 Mark vom letzten Kartenspiel? Was für einen Gefallen? Wie wär's heute Abend mit einem schicken Essen im Hongkong? Mit dir? Nein, ich werde nicht da sein. Also, du kennst den kleinen Ecktisch. Da werden heute Abend zwei Leute sitzen. Eine stinksaure Frau und ein mickriger Schweizer mit einer Warze, der wie ein Pfadfinder aussieht. Du machst dann Folgendes. Oh, Frau Martins, Charlie hat Sie lange nicht gesehen. Manchmal sehe ich Herrn Martins. Ein wundervoller Mann, sehr großzügig. Jeder erzählt mir, wie großzügig er ist. Wie wird man in dem Club Mitglied? Was bestellen Sie, Hans-Peter? Meinen Sie, ich werde sofort Cho mögen? Ist Name von Drucker sofort Cho. Ja, so. Ich versuch's mit Glück. Dann nehme ich Nummer 238. Wohnen auf Tos. Sie, großzügigste von allen. Ist das schon alles, was Sie nehmen, Hans-Peter? Keinen ersten Gang? Wie wär's mit Ente? Tut mir leid, ich verzehre kein totes Fleisch. Komisch, ich esse es nur, wenn es tot ist. Ich denke, ich nehme die Krabben mit Reis und Bambussprossen. Achten Sie darauf, dass die Krabben zumindest bewusstlos sind. Noch etwas, Frau Martins? Nein, ich bin nicht sehr hungrig heute, Charlie. Sie sind nicht sehr hungrig. Sie sind sehr kurzsichtig. Nun, Hans-Peter, ich nehme an, Sie sind nicht gewohnt, in solcher Umgebung zu essen. Wie bitte? Man hat mir gesagt, Sie haben eine ziemliche Menge, Persönlichkeit. Oh ja, natürlich. Aber man sagt auch, Sie strotzen nur so von Charme. Charme. Oh ja, Sie haben Charme. Aber was ich sagen will ist, nun, wo machen Sie Ferien? Westindien, Hawaii oder haben Sie eine Villa im Tessin? Ja, nein. Ich habe nicht viel Zeit zum Ferien machen, aber wenn, dann mache ich Camping. Camping? Sie meinen, Sie machen Camping mit all Ihrem Charme? Nein, nein, sehen Sie, vergessen Sie den Charme. Was ich sagen will, ist, Herrgott, wieso machen Sie Camping, wenn Sie so verdammt reich sind? Ja, wüsstet Sie, ich habe mich das Geld der Mümmliswiler Pfadfinderstiftung vermacht. Pfadfinder? Oh Mann. Oh, da sind Sie also. Ich hoffe, Sie sind stolz auf sich. Wie bitte? Für Sie war sie nur ins Kaltmeer, stimmt's? Aber für mich war sie meine kleine Schwester Luise. Wer ist denn das? Weiß nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Nein, mich nicht, aber meine Verlobte Gerda. Und sie hat sie gesehen, ein einziger Blick, und das hat gelügt. Ja, was? Oh, nicht diesen unschuldigen Blick, bei mir nicht. Sie wissen genau, dass ihr Frauen unwiderstehlich wirken. Aber eines Tages wird eine kommen, und Sie werden Ihr blaues Wunder erleben. Mir scheint da ein Missverständnis vorzuliegen. Rühren Sie mich nicht an! Oh, Entschuldigung. Ich weiß, dass die Kung-Fu-Experten Sie Tornado nennen. Ich habe den großen Schulz im Krankenhaus gesehen, immer noch unter dem Sauerstoffzelt. Und das nur, weil er die Frechheit hatte, Ihnen zu sagen, Sie sollen seine Frau in Ruhe lassen. Warum gehen Sie nicht wieder zurück auf Ihre Yacht? Ruhig. Und segeln auf Ihre Insel in der Adria? Ich beteure Ihnen wahrheitsgemäß, ich habe keine Ahnung, was das alles soll. Aber ich. Und eins muss man Oskar lassen. Er versucht es immer wieder. Felix! Oskar!
Was machst du denn hier? Ich will dich nur da raushalten. Wovon redest du? Versteh doch. Komm zurück in die Wohnung. Ich koch dir meine Spezialpaella. Oskar, es hat keinen Zweck. Dann mach ich uns eine Dose Gulasch auf. Hm? Oskar, ich kann hier nicht weg. Ich muss es wissen. Oh Mann, so hat Watergate auch angefangen. Niemand da? Was machen wir jetzt? Du wächst die Kinder auf. Wir warten, bis die zwei wiederkommen. Und dann? Dann wissen wir, was zwischen ihnen los ist. Wir verstecken uns hier und belauschen sie. Psst! Du wächst die Kinder auf. Da draußen, die trainieren. Die schlafen immer, wenn meine Nebenhöhlen sich melden. Das ist doch alles Schwachsinn. Du kannst dich nicht so gut verstecken. Gloria riecht dich auf 100 Meter. Sie erkennt dich an deinem Nasenspray. Ach, sei nicht albern. Wenn sie reinkommt und dich hier findet, gibt's eine Katastrophe. Wieso? Weil sie dann weiß, dass du immer noch derselbe eifersüchtige Spinner bist. Ja? Ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. Glaubst du, ich würde dich belügen? Natürlich. Aber diesmal könntest du recht haben. Komm, wir gehen. Was ist los? Ich höre den Wagen. Was machen wir jetzt? Wir müssen uns irgendwo verstecken. Oh. Ich weiß nicht. Hinterm Sofa. Lieber nicht. Das Geräusch der Sprungfeder könnte deine Stirnhöhle reizen. Hinter der Bar. Was sagst du zu diesem Kleid? Wer würde mir zwei Aufzüge glauben? Ich nicht. Still. Reinhard, es war wundervoll. Und so anders als alles, was ich bis jetzt erlebt habe. Ich bringe ihn um. Ich bringe ihn um. Der Abend ist noch jung. Kann ich nicht noch ein wenig da bleiben? Ich muss sehr früh aufstehen, der Kinder wegen. Oh, nur noch ein paar Minuten. 15. Mm-mm. 10. Mm. 5. Das nützt ihm gar nichts. Wenn Gloria Nein sagt, bleibt sie hart wie Eisen. Also schön. 10 Minuten. Mach dir einen Drink. Oh, danke. Natürlich brauche ich keinen Alkohol. Ich will meine Sinne nicht betäuben. Ich möchte mich dir ganz widmen. Wie abgeschmackt. Darauf fällt doch keine Frau rein. Das hast du wundervoll gesagt, Reinhard. Das ist erst der Anfang. Nein, ich will nicht den Playboy spielen. Du bist etwas ganz Besonderes. Du könntest die Besondere für mich sein. Ich fürchte, es gibt schon einen Mann in meinem Leben. Nur einen? Mit wem hast du sie noch verkuppelt? Auch wenn Felix und ich geschieden sind, es war nie ganz zu Ende. Er ist ein netter Kerl, aber so penibel. Wie konntest du nur mit ihm leben? Es war nicht immer leicht. Ich denke, das war unmissverständlich. Ich fürchte ja. Wenn du deine Meinung änderst, besuchst du mich dann am Wochenende? Bestimmt, bestimmt. Darf ich dich zum Abschied küssen? Du darfst. Auf Wiedersehen dann. Ich finde allein hinaus. Auf Wiedersehen, Reinhard, und danke. Felix, du kannst jetzt rauskommen. Du wusstest, dass ich hier bin? Ich habe deinen Nasenspray gerochen. 1-0 für Oskar. Namen Gloria. Dich habe ich hier nicht erwartet. Sei nett zu ihm, er hat heute schon so viel durchgemacht. Nein, entschuldige dich nicht für mich. Sie hat ja schließlich diesen Schwengel hierher gebracht. Und sie war ziemlich hingerissen, stimmt's? Puh, es geht schon wieder los. Oh, Reinhard, du warst wundervoll. Du warst ja ganz weg von ihm. Gehen wir, Felix. Also, hast du eine Erklärung? Was für eine Erklärung? Du brichst hier meine Wohnung ein und erwartest von mir eine Erklärung. Das ist immer noch meine Wohnung, also. Also was? Du hast hinter der Bar gestanden und hast gehört, wie ich ihn abgewiesen habe. Was willst du denn noch? Ja, du wusstest aber, dass ich hier war. Angenommen, ich wäre nicht hier gewesen. Was wäre dann passiert, hm? Soll ich die Szene noch mal ohne dich spielen? Ja, bitte. Aber nur, wenn ich zuhören darf.
Migräne, ich kriege meine Migräne. Felix, warum gehst du nicht, solange du im Nachteil bist? Ich bin sehr froh, dass Sie mich Blanche vorgestellt haben, Oskar. Tut mir leid, Reinhard, dass es mit Ihnen und Gloria nicht geklappt hat. Und Blanche, tut mir auch leid, dass es mit dir und Hans-Peter nichts geworden ist. Oh, der war schon okay. Ich mochte nur nicht, wie er die Rechnung mit der Kreditkarte bezahlt hat. Wieso nicht? Es war meine. Du hattest gesagt, er wäre reich. Sicher, er ist reich, aber er ist ein bisschen vorsichtig. Als wir Kinder waren da, bin ich einmal in einen Teich gefallen und er hat mir einen Rettungsring verkauft. Also, macht's gut. Tschüss. Felix, hast du das mitgekriegt? Ich bin sie los. Ich habe wieder mal ein Happy End aus dem Zylinder gezaubert. Keine Artikel mehr über beschränkte Frauenmagazine. Keine Interviews mehr mit mir selber. Was ist denn los mit dir? Diese Niederlage gestern Abend. Wovon redest du denn? Du weißt doch, dass Gloria immer noch an dir hängt. Bei wem sonst kriegte sie wohl Migräne? Ja, ich glaube, du hast recht. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Hier, deine Manschettenknöpfe. Oh, danke, Oskar. Bedank dich nicht bei mir. Bedank dich bei Junggesellenfreude im dritten Rennen in Riem. Oh. Der erste ruhige Tag seit Wochen. Mein lieber Mann, dieser Reinhard hat ganz schön lange gebraucht, was? Was glaubst du, wo plündert sie ihm jetzt die Brieftasche? Im Hongkong wahrscheinlich. Im Hongkong. Sie werden an dem mickrigen Ecktisch mit dem Schummerlicht und der leisen chinesischen Musik sitzen. Und später wird sie ihn dann mit zu sich nach Hause nehmen. Was ist denn, Oskar? Felix, ich bin eifersüchtig. Merkt dieser Plastik-Playboy denn nicht, dass das meine Frau ist? Oskar, es ist nicht deine Frau, es ist deine Ex-Frau. Was ist denn los mit mir? Das Nasenspray. Mein Gott, es ist im Badezimmer. Abgeschlossen. Oh mein Gott. Hans-Peter, komm da raus. Schluchti. Schluchtili.